Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind nochmal bei der Einteilung der Bluto-Truppe beim Angriff auf Alexandria. Ich weiß jetzt, wer was wo machen kann. Und ja, zur Belohnung kriegen wir einen Gegenstand. Gut. Also, als erstes brauchen wir mal Infos. So, wer darf die Infos machen? Das sind Marktwart und Kochenhof. Die zwei. Geht es ums Informationsbeschaffung, dann sind wir genau die richtigen dafür. Jawohl. Als nächstes die Zivilbevölkerung evakuieren. Dafür kommen Weimar und Hagen in Frage. Ja, natürlich. Perfekt. Als nächstes haben wir Verstärkungsgesuch an Großherzog-Sitz. Das sind Bayreuth und Lauda. Perfekt. Ja, machen. Und zum Schluss die Kanonen zum Feuergefecht bereit machen. Chanel und Märchenheim. Jawohl. Sehr gut. Wie es sich für eine Königin geziemt, Taste bildet, machen wir es eben so. Euer Majestät, wirklich ausgezeichnet. Engelswording ist unsere Belohnung. Gut, Beatrix. Und jetzt sind wir an der Reihe. Salut. Es ist alles leichter gesagt als getan. Was soll ich bloß tun? Mutter, gib mir Kraft. Jetzt sind wir eigentlich ungefähr da, wo wir aufgehört haben. Das ist eine Ficht, da müssen wir noch besiegen, dann sind wir genau dort. Ja, leg ich auf. Seid ihr bereit, Beatrix, zum dritten Mal? Und möge es mein Schicksal sein, heute Nacht hier zu sterben. Ich bin bereit zum dritten Mal. Das ist die richtige Einstellung. Gebt euer Bestes, Beatrix, zum dritten Mal. Kann mit euch reden eigentlich, mit euch Leute? Ja. Raupe. So muss das ausschauen. Ja. So macht man das richtig. Da fällt mir gerade ein, Engelswording. Da muss ich dann auch mal schnell schauen. Dass ich umwüste. Ja, wir schlafen. Und? Schön. Was machen wir jetzt? Warum schlafen wir? Ist noch gar nicht zu spät. Bravo, Beatrix. Bravo. Und nochmal. Zum zweiten Mal. Für Steiner und Beatrix. Gibt's ein Level Up. Wir kriegen gerne Tod. Das darf der Gauner gar nicht tragen. Du Gauner! Wie laut, dass du Level abkriegst, mein Freund. Der will einfach nicht, der Schurke da. Bursche! Vielleicht über ein anderes Item? Helm fertig? Na. Das ist hier da. Das ist ja eine Frechheit. Na? Da will nicht. Das wäre typisch, oder? Ist irgendwas? Hallo? Nein. Irgendwas? Nein. Hier alles okay? Ja? Da drüben? Steiner, der Feind ist in der Hauptstraße. Okay, ich wollte nur mal checken. Ich bin der Checker, meine Süße. Ja, ich bin der Checker.
Schwefelgestank. Der Feind ist nah, Beatrix. Vom Dach, ja sicher. Sicher, warum nicht? Einfach mal vom Dach hüpfen. Ja, bedenk, die Dächer hier sind echt stabil gebaut. Noch echte Handwerkskunst, mein Lieber. Steinart Level up erreicht. Supi. Wieder ein Peritod und ein bisschen Geld. Da kommt schon der nächste Wurm. Ja, servus. Haben wir dich, du elendes Höllengewürm. Steiner und Beatrix werden deine Richter sein. Oje. Für Prinzessin Garnett, für die Prinzessin. Ist das jetzt die Königin? Die Macht der Gewohnheit. So einfach ist das. Feuer, sicher. Steiner muss sich heilen. Der kriegt gleich mal eine Heilpotion. Mir gefällt Beatrix Schwert so toll. Aber Steiner Seins ist auch schön. Das war die Mieten, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich ihm schon was Neues gegeben. Steiner kann sich wieder heilen. Zweimal für Steiner, einmal für Beatrix. Nice. Schön. Und das Gilder steigt. Wir kriegen viel, viel Bilder zu. Wie schön. Wie schön. Und mein ist geschehen. Ich glaube, die gute Beatrix können eine Pusche vertragen. Oder zwei, oder drei, oder vier. Und so, ja. Warte. Steiner. Gottes Willen, Entschuldigung. Anlegen. Verzeihung. Du hast schon wieder drei. Was kommt denn da schnell? Ah ja, Zustandsveränderung, Exorzismus, Dämonen. Vielleicht. Ja, ich bin gar nicht so schlecht, weil sie zurück Dämonen. Bodyguard. Ich glaube, das passt. Oui. Ihr
schwerer Augenblick. Bitte achtet auf den Text. Ha, so eine kleine Fleischwunde. Die spüre ich kaum. Da kommt noch ein. Wie oft dieser Text mit leichten Abänderungen in diversen Geschichten schon verwickelt worden ist, in anderen Spielen, in anderen Situationen, in Real Life, was weiß ich. Das ist echt viel. Und schön. Ist doch schön, wenn so ein Satz mehrmals Verwendung findet, ne? Da. Schläft er schon wieder. Wahrscheinlich träumt er gerade von Beatrix. Aber so ein gestandener Mann wie Steiner hätte so eine kleine Fleischwunde, die juckt ihn wirklich nicht. Yeah, wup, 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 wup. Zweimal Level up. Ja, einmal eben für Steiner, einmal für Beatrix und Steiner hat was gelernt. Wir bekommen ein Ether und ja, über 700 Gil. Und ich. Oh. Es sind zu viele. Das hat keinen Sinn. Ich denke, wir sollten uns erst einmal ins Schloss zurückziehen. Aber so kann ich der Prinzessin nicht unter die Augen treten. Ich werde bis zum bitteren Ende für sie, für Alexandria und auch für dich, teuerste Beatrix, kämpfen. Oh Stein, Schmacht. Doch haben wir es nicht verstanden. Der Steiner weiß schon, wie mein Mädel rumkriegt, ne? Er ist eben ein Ritter, die können so etwas. Bam, 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 bam. Ja, danke, Beatrix, du hast das jetzt echt zu Herzen genommen. Oh je. Danke, Beatrix, wirklich, dankeschön. Das hast du wirklich gut gemacht. Beatrix, vielleicht ist dies die letzte Gelegenheit, meine Worte an dich zu richten. Ich bin bereit. Vielleicht erblicke ich dein holdes Antlitz nie wieder. Deshalb musst du wissen, was ich tief im Herzen trage. Bitte, bitte redet nicht weiter. Aber ich muss. Nein, aber wenn wir dies hier überleben, dann schenke ich euch Gehör. So schaut's aus. Weil meistens ist das so, ne? Oh, die Dramatik. Ha, Schmalz. Meistens ist es ja so, zwischen zwei Geliebten. Wenn man sich erstmal das Herz ausgeschüttet hat, dann verreckt einer. Ne? Ist ja meistens so. Oh, Steine ist dran. Oh. Aber die Rüstung passt ihm auch gut, finde ich. So, auf die Busch. Für beide sehr schön. Wir bekommen eine Sandgolem-Karte, einen Peritod und nochmal, ja, nochmal 1500 Gil fast. Ja, das ist schön. Oh, wir sind fertig. Ich höre Musik? Von wo kommt die nur? Etwa von oben? Wie komme ich denn da rauf? Da. Ah! Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Lalila. Dann doch eher hier? Hier vielleicht? Oh! Nein, nicht richtig. Da vielleicht? Darf ich hier rein? Ah! Auch nicht. Okay. Moment. Hört sich irgendwie an, ein bisschen wie
Ein kleines bisschen wie Lillys Lied. Okay, das war jetzt ausnahmsweise richtig. Und das jetzt wieder? Ich meine, da geht's eher runter statt drauf. Vielleicht gibt's hier noch eine geheime Tür. Nein, gibt's nicht. Natürlich, es sind Teile ihres Lieds dabei. Aha, das war scheinbar auch richtig. Was? Hey! Gut, da können wir nicht mehr durch, obwohl sie eigentlich unterhalb durchschlüpfen könnte. Naja. Sie bückt sich nicht gern. Boah, das war jetzt schief. Entschuldigung. Oh, was passiert denn jetzt? Das ganze Schloss verändert sich. Einen stabilen Eindruck. Da kann man nichts machen, Zirp. Und überhaupt ist es kein Wunder, sollte mir in diesem Körper ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein. Zirp. Ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein. Zirp. Was bitte soll das genau heißen? Nun ja, wie es im Moment aussieht, können wir von Glück reden, wenn wir es bis nach Alexandria schaffen. Zip. Geht's noch? Zitane? Ich glaube, mir ist ziemlich schlecht. Baby, hau dich in der Kajüte ein Weilchen aufs Ohr. In der Mitte des Schiffes spürst du das Schwanken nicht so sehr. Gute Idee, Zip. Oh, okay, verstanden. Oh, Aiko, was gibt's? Hat da gerade nicht was geleuchtet? Hä? Oh! Lilly! Lilly? Was ist los mit Lilly? Ich habe gerade die Stimme gehört. Das kann ja gar nicht sein. Wie auch immer, dieses Schiff. Dieses Licht. Ist das etwa das Heilige Tribunal? Das Heilige Tribunal? Hey, pass auf, sonst gehst du noch über Bord. Die Esper werden gerufen. Ich höre, wie Alexander das Heilige Tribunal einläutet. Oh, Aiko! Weg ist sie.
aber dann dachte ich, deine Stimme zu hören und dann... So ist das also. Auch ich glaubte, deine Präsenz zu spüren und danach wurde mein Körper von diesem Licht umhüllt. Ja, genau dieses Licht. Lilly, dieses Licht, das ist das Licht unseres Schicksals, des Schicksals aller Esper. Das Licht unseres Schicksals? Genau, das Licht unseres Schicksals. Dieses Licht war in den 4 Schatzkristallen eingeschlossen. Taucht dieses Licht um einen Esper herum auf, dann wird er von einer der heiligen Bestie gerufen. Lilly, wir müssen unserer Rolle als Esper gerecht werden. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Bange, mach einfach, was Aiko dir sagt. Lalilala. Erstmal die Hände heben. So vielleicht? Genau. Und jetzt sprich Aiko nach. Heiliger Schutzgott unser. Das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme. Heiliger Schutzgott unser. Erhöre die Gebete deiner Diener. Die Bestie ist so schön. Oh, wie wunderschön. Wirklich wunderschön. Das ist also die legendäre Bestie Alexander. Du willst mit deinen leuchtenden Schwingen das Schloss beschützen? Ah, so ist es brav. Auf dich habe ich gewartet, Alexander. Du, der sogar größere Macht als Bahamut besitzt. Mit meiner magischen Kalesche werde ich dich willkommen heißen, Entschuldigung. Erscheine, Invincible, und hole mir Alexander. Ha!
mehr Maschine aus als sonst was, ne? Ein Terminator! Was ist? Warum tust du nichts, Invincible? Hole dir die Seele, Alexander, so wie damals Bahamuts. Hä? Nicht doch etwa Garland. Unmöglich. Sollte er sich etwas selbst auf Gaia begeben haben? Das ist schier unmöglich. Hat er meine Pläne etwa vorausgeahnt? Aber warum? Warum dann die Invincible? Er wird doch nicht. Ich spreche sie falsch aus, ich weiß. Das war ganz schön knapp. Knapp. Eigentlich wären wir beinahe draufgegangen, aber wo er recht hat, hat er recht. Wir werden ein Haar mit dem Schiff zusammen abgestürzt. Aber nur ein Haar. Wir hatten nun mal kein anderes Schiff zur Verfügung. Zip! Was habt ihr denn alle? Gut, das Schiff ist hinüber, aber wenigstens haben wir es heil bis nach Alexandria geschafft. Du sagst es, Zip! Aber ich steige nie wieder auf so ein Ding. Tut mir leid, Mimi. Zip! Hab eine Mitteilung zu machen. Wissen die Herrschaften vielleicht, wo Königin Garnett ist? Keine Ahnung, ich suche sie ja auch. Ach so, das ist aber auch zu blöd. Na, dann wollen wir Lilly doch mal suchen gehen. Und Eiko auch, nicht wahr? Ist doch klar, Lilly. Dann ist die Frage, ob wir hier noch ein bisschen links und rechts laufen. Tatsächlich dürfen alles anschauen wieder. Hallo, was machst du noch da? Bitte, hier ist es gefährlich, meint ihr? Ja, du solltest abhauen. Ist ja unfassbar. Hallo? Verstehe, dann werde ich flüchten. Danke, was ist das eigentlich für ein Buch? Da war doch gerade was, oder? Jemand spricht dich an. Hörschenkel und Tür. Wenn du glaubst, ein guter Kämpfer zu sein und es mit mir aufnehmen zu können, so find heraus, wie gut du wirklich bist. Und dann probieren wir es doch mal, oder? Wir werden elendlich krepieren und verrecken. Habe ich das Gefühl? Was ist denn das schon für einer? Ein Buch. Alexandria? Oh, ich glaube, das geht. Was bist du? Alexandrikon. Angriff? Warte mal, Sprung wäre besser. Bauen wäre gut. Angriff wäre gut, glaube ich. 47. Die Seite ist leer. Hä? Ether geklaut. Seite 81. Die Seite ist leer. Was? Was ist das denn? Was ist das?
Haus gesetzt hat. Ja, das hat Schaden gemacht. Gut. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich schon auch schon was noch hätte. Oder einfach. Autsch! Und jetzt? Jetzt ist wieder Buch. Na super. Das kann jetzt lang dauern. Oh Gott, das hat zu Ende. Es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid. Aua. Das hat Damage gemacht. Schaut und wir hören uns beim nächsten Mal und machen den Platz. Tschüssi!